Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Seren Fate. Und ja, wie angekündigt, ich nehme die Folge direkt im Anschluss auf. Ich hoffe, die Aufnahmen klappen. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die letzte Aufnahme wirklich was geworden ist. Aber wenn nicht, dann... Dann ist das sowieso sehr, sehr traurig. Ah, ich habe vergessen, wie laut das sein kann. Aber ich glaube, das ist immer das Zeichen dafür, dass ein neuer Tag angebrochen ist. Also sobald wir uns ins Bett legen, ist quasi der neue Tag. Und wir können aber trotzdem hier umhergehen und Mana einsammeln, was wir überhaupt nicht brauchen, weil wir sind ja im Prinzip schon eingeschlafen. Wir sind schon völlig regeneriert von Mana, meine ich. Naja, aber wir haben geschlafen. Und das ist bestimmt auch was wert. So. Los. Erstmal hier alles stacken, was zu stacken ist. Und dann mit unseren Freunden wieder spielen. Ich sehe schon eine Mana-Perle. Die haben wir jetzt auch gerade eingesammelt. Mein Gott, wir haben 21 Mana-Perlen. Das ist ja furchtbar, furchtbar gut. Glaube ich zumindest, hoffe ich. Ideen für diese Folge. Als erstes will ich unbedingt eine große Chest haben. Und dafür brauchen wir mehr Eisen. Also farmen wir hauptsächlich Eisen. Und wenn es geht, farmen wir auch die Monster, die in der Mine sind. Und nebenbei versuchen wir uns auch ein bisschen mehr hier andere Sachen zu bekommen. Achso, wir sollten ein Super Slime für Ruby herstellen. Das machen wir in diesem Slime-Bett. Da nehmen wir Slime aus dem Inventar in die Hotbar und drücken vor dem Ding X. Oder wir schmeißen das einfach so rein. Ich weiß nicht, wie das mit Tastatur funktioniert. So, und jetzt produziert er da seinen Super Slime. Obwohl, das können wir eigentlich auch ruhig im Inventar leisten. So. Das sammeln wir halt auch alles regelmäßig auf. Das sammeln wir kaum auf. Irgendwas anderes, was ich eigentlich öfters mal einsammle. Außer das hier, das können wir ruhig dann auch mal verbrauchen. Sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Das können wir mal rausnehmen, die beiden. Das macht wenig Sinn, dass die in der Kiste sind. Dann... Von denen kriegt man relativ selten welche. Aber von den Augen und Knochen kriegt man noch seltener welche. So. Und Weed. Weed kriegt man doch eigentlich nur, wenn wir Weed ernten. So. Super Slime. Jetzt müsste gleich kommen, dass wir unseren Auftrag erledigt haben. Und wir können doch gleich mal das Ding scannen. Wenn ich die richtige Taste drücken würde. So, wir haben immer noch den Baum auf dem Kopf. Ganz einfach, weil wir damit ein bisschen mehr XP bekommen, wenn wir Bäume fällen. Sobald es wieder kämpfen, in den Kampf geht, da werden wir dann auch wieder unsere normale Ausrüstung. Außerdem jetzt im Kampf gegen die. Wir brauchen immer noch relativ viel viele Dinger. So. Wollen wir gleich mal hier durchgehen? Aber wir können zumindest das Gras wegmachen, in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Floral Fiber kriegen. So. Aber eigentlich wollte ich ja jetzt hauptsächlich in die Mine. So, und ich weiß immer noch nicht, wie wir da hochkommen. Das würde mich sehr interessieren. So. Hallo Sienna. Ich müsste mal öfters mit den Leuten reden. Ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt. Aber, ja. Ich habe das Gefühl, es bringt mir was. Sag mal es mal so. Ob es jetzt wirklich so ist, das weiß ich nicht, aber es fühlt sich richtig an. So, hier hätten wir noch ein bisschen Dry Soil. Das Ding ist immer noch nicht tot. Tot. Das Ding ist immer noch nicht voll geerntet. So, für dich brauche ich nur einen. So, so, den Rest heb ich mir für die Mine auf. Wir brauchen relativ viel Eisen und noch ein bisschen Kupfer. Das wäre nicht schlecht. Und stimmt, wir hatten mal einen Baum hier geerntet. So, das sah nach relativ viel XP aus. Genau. Hauptsächlich die Eisenadern möchte ich haben. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich 3 oder 4 von denen brauche. Und unser Inventar ist komplett voll.
Auch gut zu wissen. Und unser Mana ist komplett leer. Da können wir aber mal die Dinger hier in die Hotbar tun. Damit die sich so nach und nach verbrauchen. So, das deckt ja noch alles. Das deckt auch noch alles, sehr schön. Dann tun wir mal das Timber kurz in den... Hier zufällig eine Krähe? Na, da kann man nicht dran. Ha. Wisst ihr was, euch lasse ich jetzt mal da, wo ihr seid. Das haben wir in der letzten Folge gemacht, euch so einzusammeln. So, eigentlich wollte ich ja gucken, ob die Krähen was haben. Aber ich frage mich gerade, warum, weil das können wir doch eh nicht einsammeln. Ja. Ach so, ich wollte meinen Zauberstab verkaufen. Und ich wollte mal gucken, ob der Shopkeeper da zufällig einen netten Preis hat. Hey! Hier, Zauberstab. Sell für 35. Das ist ja gar nichts wert. Was habe ich gesagt? Monsterbonus kriegt man ja relativ selten. Kann ich noch irgendwas anderes verkaufen? Ich könnte mal so ein Kohle-Stack... Obwohl, wir brauchen auch ständig Kohle. Das macht jetzt wenig Sinn, den zu verkaufen. Wir könnten diesen Apfel verkaufen. Mache ich aber nicht. Weil demnächst kriegt man dann wahrscheinlich noch einen Apfel. Dann ist auch irgendwie doof. Na. Immer schön laden lassen, das Spiel. So, aber wir brauchen ja hauptsächlich Hardplanks und Iron Ore. Hier sind die ganzen Hardplanks und normale Planks. Und noch mehr Hard Timber. So, aber wenn wir jetzt die Bäume fällen, dann sollte doch richtig was dabei rumkommen. So. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Okay, wir haben eh nichts mehr. So, mach mal hier das ganze Timber platt. Und das bitte auch. Und 43 Hardplanks, ja, das ist doch mal eine ordentliche Summe. Ja. Ach so, wir können übrigens unsere Kohle loswerden. Okay, richtig viel XP haben wir jetzt trotzdem nicht bekommen von dem Baum. Was ein bisschen schade ist. Nur so ein bisschen schade. Und wir haben schon wieder relativ viel Mana wieder regeneriert. Wir können den Baum da auch gleich nochmal fällen. So, irgendwann ist er dann auch durch. Und ich will noch mehr Hardplanks haben. So, und falls ich meinen Zauberstab aus Versehen, mein Besen aus Versehen verbrauche, ist auch nicht so schlimm. So, Biene. Es könnte sein, dass Chimeras hier weniger spawnen, weil ich die ganze Zeit die Bäume fälle. Bin ich mir nicht hundertprozentig, ob das so funktioniert. Ach stimmt, ich wollte ja noch das Saatgut einsammeln. Und ich habe nichts zum Scannen, außer meinen Bouncy, was ich aber nicht scannen will. Aber es scheint auch nicht zu verschwinden. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen meinen Besen... Ich glaube, ich wiederhole mich. Hatte ich nicht in der letzten Folge gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, so viele Folgen hintereinander aufzunehmen? Ja, darum. Deshalb. Erstmal alles hier rein. Wir sollten noch ein bisschen... Ja, das ist doch ein Ohr, oder? Habe ich ein Ohr schon gescannt eigentlich? Obsidian-Ohr ist das? Und nein, wir haben es noch nicht gescannt. Obsidian Crumble ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Copper Crumble. Habe ich null Eisen jetzt bekommen? Das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt gerne Eisen. Einfach aus Prinzip will ich mehr Eisen haben. Okay, wir schmeißen das da rein. Wir schmeißen das da rein. Und wir schmeißen mal die Steine rein. Mal gucken, was daraus kommt. Ach so, und wir machen mal ein bisschen mehr Kohle. So, alles hier rein bitte. Wir können mal so ein ganzes Stack Holz verkaufen. Auch wenn das jetzt insgesamt nicht viel bringt, aber hätte ich gerne. Die brauche ich noch ab und zu. Ich gebe jetzt mal die ganzen Dinger rein. Und ein Kohle-Stack wäre jetzt eigentlich auch sinnvoll gewesen. Moment mal, ist das Eisen? Iron Crumble. Da habe ich doch mein Eisen.
komm. Ich weiß, das wird jetzt nicht so viel bringen, aber Inventar ist ein bisschen noch, hat noch ein bisschen Platz. So, nächstes. Also der nächste Auftrag wird dich am Leben erhalten. Diese Welt ist sehr gefährlich und deine Verteidigung, an deiner Verteidigung hängt dein Leben oder die Entscheidung an Leben oder Tod. Mach einen Eisenbarren. Wenn du denn, hier wird noch ein Hinweis auf den richtigen Mining Perk. Und ich suggeriere, also ich empfehle dir, dass du in die Midtown-Minen gehst. Und die Typen dort kennen die guten Spots, wo du das halt herkriegen kannst. So, zählt das gleich? Ich habe doch einen Eisenbar hier. Das müsste doch gezählt haben, das ist quasi. Ja. 100 XP habe ich bekommen. Achso, hier müssen wir noch ein bisschen gießen. Achso, ich habe meinen Iron. Moment mal. Ich habe jetzt gerade eine Idee, wo mein. Dixon ist. Mein Hörpack, das ich schon die ganze Zeit vermisse. Aber interessant, ja, mein Hörpack ist hier. Mein Hörpack, ich hab's gefunden. Ich hab's aus Versehen geopfert. Den mächtigen, Dings da. Oh, ich bin Slime. Aus Versehen. Ja, okay. Hab schon mit euch allen gespielt heute. Ja, hab ich anscheinend schon. Futter habt ihr auch schon. Mana hat sich auch schon regeneriert. Ich hab jetzt noch einen Eisenbahn bekommen. Reicht es jetzt endlich? Ja, jetzt reicht es endlich für die große Kiste. Ah, sehr schön. Achso, wir könnten noch eine kleinere Kiste zum Einscannen. Obwohl, ich kann ja die Dinge einscannen. Ich werde dann hauptsächlich mit großen Kisten arbeiten. Einfach, weil die platzsparender sind. So, jetzt der Auftrag nach dem Eisenauftrag. Gut gemacht. Die Direktorin Coco und ich kommen zum Schluss. Du bist bereit für etwas erweiterte Magie. Meister Icarus beginnt bald seinen Unterricht mit dir. Ich habe auch in der Gerüchteküche der Stadt gehört, dass sie die Hilfe von einer erfahrenen Hexe gebrauchen könnten. Okay, könnten wir jetzt einfach so Aufträge bekommen? Das wäre ja auch nicht schlecht. So, ich habe schon wieder zwei Eisenbahnen, aber wir haben sonst nichts zum Einschmelzen, außer Kupferquambel. Und Kupferquambel hätte ich gerne, würde ich gerne noch ein bisschen mehr Flux draus machen. Ja, mach mal einfach. Dann ist es auch aus meinem Inventar. Was ist denn das hier eigentlich? Deep Lure. Brauchen wir eine normale Lure? Und ich weiß nicht, habe ich schon eine Lure gekauft? Eventuell zum Einscannen. Das ist auf jeden Fall für Angeln dann wichtig. So. Ja. Bisschen die Reihenfolge verändert. Man sieht so richtig, wie sich die Sachen darauf stapeln. Auch nicht schlecht. So, wir haben wieder jede Menge XP. Hier nicht XP. Wir haben jede Menge Mana wieder. Ah, große Kiste ist bald fertig. Da gehen wir noch ein bisschen Slime töten. Slime töten und in die Mine und mehr Minen. Auch wenn wir jetzt eigentlich alles haben. Ah, und ich kann endlich meine Samen hier einsammeln. So, ich muss mal kurz niesen. Nee, es geht gerade weg, das Niesgefühl. Jetzt kommt es gerade wieder. So, da hat sich sogar der kleine Manta versteckt. Ja. Das zu versuchen, den Nieser zurückzuhalten, war überhaupt keine gute Idee. Das ging gerade so richtig schön auf den Hals. Wir haben noch genügend Platz für, ich glaube, für das hier. Oh, guck mal, die Bäume sind wieder nachgewachsen.
Das passiert aber gefühlt sehr, sehr unterschiedlich. So, ich kann mal wieder in den Rennmodus gehen. Aber hier ist noch mehr nachgewachsen. Seht ihr das? Die hier waren, sind die jetzt wieder da? Und die sind immer noch nicht ganz gefüllt. Aber ich hatte 5, meine ich. Das würde ja dafür sprechen, dass wir immer 6 brauchen, um so eine Eiche zu fällen. Wollen wir die auch gleich wegmachen? Ja, warum nicht? Bis wir bei der Mine sind, ist das ja eh alles wieder aufgefüllt. Hatte ich gar keine Planks? Doch, hier hatte ich... Das wollte ich machen. Aber natürlich ist jetzt mein Inventar voller. Ach so, 99. Ich wollte ja mal so ein Stack verkaufen. Und jetzt dürften die normalen Geschäfte geschlossen sein. Aber wir können mal gucken, ob hier noch was Besonderes ist. Der Typ zum Beispiel sieht auch sehr besonders aus. The Laughing Vegetable. Ich wollte eigentlich mit der Statue da reden. So, hey, Demnon ist hier drin. Ja, mein Vater arbeitet in der Mine und da war ein Tunnel-Kollaps. Ja. Also der sagt immer das Gleiche. Der sagt auch immer das Gleiche. So, ich schätze mal, die anderen haben jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Aber ich wollte mit dem hier reden. Louis the Bard. Sind irgendwas. Also... Ah, okay. Wenn ich mit dem spreche, dann kommt auch erst seine Melodie. Hier hast du... Habe ich inzwischen genügend Monster getötet. Ah. Ja, habe ich. Und... Ah, kann ich dich einsammeln? Nee, du fliegst irgendwo hin, aber nicht dorthin, wo ich dich brauche. Hey! So, der nächste Auftrag ist... Grumpy Bees umbringen. Ja. Ist jetzt ein bisschen schade, dass ich den Auftrag nicht eher hatte, weil wir haben ja schon einige Bienen umgebracht. Aber wir können mal gucken in der Nacht, ob hier Leute zufällig in ihren Häusern sind. Würde Sinn machen. Würde Sinn machen. Aber die sind vielleicht noch hier in der Bar oder so. Oder auf Nachtschicht. Möglicherweise. Hier oben vielleicht? Nein. Ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, die wären danach da. Nicht wirklich. Aber, was ich jetzt eigentlich machen wollte, erstmal in die Mine gehen, ich weiß. Aber ich wollte hier auch nachgucken bei dem einen Laden, der nur in der Nacht offen hat. Das ist der hier. Der hat nur von 9 bis keine Ahnung wann. Und guck mal, wer da ist. Die ist richtig begeistert von uns. Und wir können Eyeballs bei der kaufen. Auch interessant. Ah, das hier sieht süß aus. Aber der kostet mal richtig viel. Oh, und hier hätte man noch einen Ring kaufen können. Und ein Amulett. Ah. Und eine Schleife. Die könnten wir uns fast leisten. Und einen Ring mit einem Diamanten drauf. Den können wir uns lange nicht leisten. Das könnte sogar sinnvoll sein, aber ich will eigentlich... Guck mal, du interessierst dich doch bestimmt für mein Holz hier. Das wirst du doch bestimmt alles haben. So, jetzt haben wir aber richtig viel Geld bekommen von der Aktion. Noch was ich verkaufen möchte. Ein bisschen Holz möchte ich ja noch beibehalten. Der bringt auch nicht mehr. Der Kupferhelm. Welcher Kupferhelm war denn das? Bevor ich ihn aus Versehen verkaufe. Genau, das war der mit Heatproof und allem anderen Schnickschnack. Also wir haben noch relativ viel Glück mit unserer Ausrüstung. Achso, ich glaube, ich wollte Kohle verkaufen, obwohl, nee. Komm, die Kohle behalten wir für uns. So. Mana, guck mal, da ist ein Slime. Ich habe doch mal in einer früheren Folge behauptet, dass nachts in der Stadt Slime umherlaufen. Da ist der Proof. Ah, du hast den da oben abgeschossen. Auch nicht schlecht. Mal gucken, ob in der Mine zur späten Stunde auch noch irgendwie was Cooles unterwegs ist. Erstmal... Ja, der ist immer noch nicht weg, der Obsidian.
Dings da. Aber hier. So, wir wollten aber Eisen hauptsächlich. Eisen und Kupfer. Das sollte ich euch jetzt mal langsam aber sicher... So, dann ist das mal alles weg. Hier noch alles einsammeln? Oh, da können wir jetzt... Und mein Inventar ist voll. Natürlich ist das voll. Na, das bleibt auch voll. Wir müssen unbedingt besser unsere Sachen weglagern können. So, ich hätte wieder ein bisschen Lust auf Steine, deswegen machen wir hier noch ein bisschen Steine abmähen. Oder so ähnlich. So, auf jeden Fall haben wir dann viele coole Sachen, wenn wir mal wiederkommen. Habe ich einen Goldbarren mitgenommen, zufällig? Nee, das wäre jetzt auch sehr, 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 sehr großer Zufall gewesen. Aber das kann man sich mal merken, einen Goldbarren. Und ich kann nicht widerstehen, ich muss das Slime umbringen. Das kriegt ja ein bisschen Erfahrung. Die brauchen wir sowieso. Und andere Sachen, die uns helfen. Aber hauptsächlich Erfahrung. Und das mag ich. So, die dürften uns Mana geben, wenn wir sie verscheuchen. Ja, so ein bisschen Mana hat es gegeben. Nicht so viel. So. Aber zum Slime-Farm ist die Stadt in der Nacht relativ gut. So. So ein bisschen zumindestens. Mal gucken, ob wir noch rechtzeitig an diesem Tag nach Hause kommen. Ja. Und mehr Slime ist ja auch nicht schlecht. So, das wird's wohl gewesen sein. Ja, das war's auch. Den Eisenbahn hätten wir noch weglegen können. Ach so, ich hält. Ich habe jetzt natürlich auch nicht wirklich Platz, um mir die große Kiste mitzunehmen. Wie können wir denn umdisponieren? Wir könnten das mal verbrauchen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich habe noch Platz. Ach so. Das hat wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert zum Laden. Große Kiste. Ist genauso groß wie die normale Kiste. Aber hat ein bisschen mehr Platz. So, ich will mir hier aber nicht alles zubauen. So, und hier fangen wir mal an, ein bisschen besser das Zeug zu planen. Langfristig wird das wahrscheinlich dann immer noch nicht alles sein, aber... So, Knochen können hier rein. Weed-Seeds wollte ich mal anpflanzen. Gras-Seeds, solange wir nichts Besseres damit zu tun haben, kann das da auch rein. Der Stack wird eh bald voll sein. Das brauchen wir gerade nicht. Die würde ich schon gerne einschmelzen. Die würde ich auch noch gerne zum Dings da verarbeiten. Zum Slime-Bett. Ach so, Twix. Ja. Der Kupferhelm. Hätte ich gerne im Inventar. So als letzte Reserve, wenn wir mal gegen größere Monster uns im Kampf befinden. Das Deck ist ja auch komplett voll mittlerweile wieder. Ah, okay. Dann, ihr werdet eingeschmolzen. Ihr werdet eingepflanzt. Ah, und ich habe leider meinen Herb-Dingens nicht dabei. Aber wir können mal hier ein bisschen gießen. So, das müsste doch zählen, wenn ich hier in der Nähe bleibe. Man sieht so ein bisschen, wie die Erde feucht wird. So, jetzt haben wir die Nacht halt damit verbracht, uns so umzuschauen. So, dann wollen wir mal hier unsere Chimeras begrüßen. Ein neuer Tag und ihr kriegt alle eure Behandlung. So. Und noch mehr Mana-Perlen.
Wir können aber auch gucken, ob wir ein bisschen XP von unseren Chimeras bekommen. So. Achso, und ich wollte mal gucken, ob erstmal XP 400 irgendwas. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das dürfte sogar vielleicht ein neues Level sein. Nee. Was haben wir hier? XP 81. Sammeln wir auch mal ein. Dann wollte ich gucken, dass Chimera das uns begleitet. Welches Level hast du? Immer noch Level 3. Okay, wir müssen viel, viel mehr üben mit dir. Können wir neue Perks freischalten? Genau, das hier wollte ich unbedingt haben. Wir können. Wir können. Das ist doch super. Dann machen wir das sofort. Unsere ganzen Victory Points sind weg, aber wir können eine zweite Chimera haben. Das ist sehr, sehr mächtig. Harvest Points. Ja. Sollte man sich eigentlich hierfür aufheben? Und Combat, aber 4. Mana Shields again. Aber das ist ein Spell. Weiß ich nicht. Achso, dafür braucht man Necromancer-Punkte. Achso, wir haben jetzt endlich einen Stuff. Das heißt, wir könnten das hier machen. Das wäre aber auch gut. Und da könnte man hier hoch. Wisst ihr was? Das machen wir. Das hat sich auch gelohnt. Glaube ich, hoffe ich. Weil dann können wir das hier anlocken. Das ist auf jeden Fall was Interessantes. So, ich hoffe. Ja, das braucht man nur einmal. Dann kommen wir den Weg hier weiter. Das wird halt noch eine Weile an Victory Points brauchen, wenn wir da so richtig weit vorankommen. Und ich finde es immer noch schade, dass wir kein Hörpack haben. Ich hoffe. 1, 2, 3. Wir haben trotzdem ein Seed wenigstens gekriegt. Das ist doch schon mal. So, das ist doch schon mal was. Wir haben nicht wirklich Eisen bekommen. Hatten wir noch Seeds hier drin? Ja, solche Seeds, aber die will ich nicht unbedingt einpflanzen. Spruce. Ja. Hier haben wir noch einen Platz. Da können wir mal das Brot, was wir eh nicht essen, da reintun. Und den können wir mal raustun, falls wir doch mal irgendwie. Ja. Irgendwas anderes dafür rein. Sinnvollerweise wäre das. Ja, die haben noch ein bisschen zu essen und wir brauchen es ja wirklich nur dann, wenn wir mal was zu essen haben wollen. Oh, der neue Brief ist da. Dann gucken wir mal. Hey Hen, this is Adept Harpy. Also die Adepten prüft uns an. Master Icarus ist nun. Er glaubt nicht wirklich, dass du bereit bist für seinen Unterricht. So. Er möchte gerne, dass du einen Troll besiegst. Master Icarus besteht darauf, dass wir das Böse bekämpfen und du musst abgehärtet werden. Diese Aufgabe wäre selbst dann hart, wenn du schon ein Adept wärst. Sei vorsichtig und benutze dein Chimera. Apropos, benutze dein Chimera. Wir können doch jetzt ein Chimera mitnehmen. Inspect. Denn. Dann nehmen wir mal meinen Schmetterling wieder mit. Pick up. Und den können wir jetzt ausrüsten. So, und dann sind wir sogar relativ gewappnet für den Wald, glaube ich. Also für den Herbstwald. Ich würde jetzt trotzdem noch ein bisschen grinden. Ich würde auf jeden Fall mein ganzes Eisenerz mitnehmen. Und vielleicht heben wir uns das dann auch für die nächste Folge. Aber ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Ich will jetzt in den Herbstwald zurück. Und ich müsste mir auch mal angewöhnen, hier den Teleporter zu benutzen. Das ist. Ja, so wichtig ist es aber trotzdem nicht. Ach so, Goldbarren wollte ich noch mitnehmen. Aber nicht zufällig. Nee. Dafür kann ich auch jetzt meinen Teleporter benutzen.
einiges an Zeit wird es wahrscheinlich doch sparen. Wieso denke ich immer, dass... Also nicht immer, aber jetzt gerade dachte ich. Das wäre nicht mein Zuhause da oben. Goldbahn. Und Kohle. Ein Stack Kohle hätte ich gerne. Y-Split. So. Und ich wollte einen Stack Kohle mitnehmen. Weil mir gerade noch was anderes eingefallen ist, was wir noch Sinnvolles machen könnten. Es müsste ein Stack Kohle sein. Ansonsten kriegt man vielleicht noch mehr. Wenn es nicht reicht. Und zwar, wenn wir jetzt hier draußen sind. Die ist aber noch nicht daran interessiert, mit uns zu reden. Okay. Hier ist doch ein Typ mit Hut. Der hier, Baron Emmergold. So, du siehst danach aus, als würdest du gerne Besitztümer in Midtown kaufen wollen. Ja, ich suche Kohle. Gib ihm Kohle. Ah, richtig. Hier ist es. Hier ist deine Lizenz. So. Es kostet einen ganzen Stack Kohle und dann kriegen wir die Erweiterungslizenz, die wir brauchen, um unser Grundstück zu erweitern. Und hier haben wir noch ein bisschen XP liegen lassen. Wahrscheinlich aus der Nacht, wo wir hier die Slime besiegt haben. Das ist gut möglich. Krähe, hast du was für uns? Na, leider nicht. Nein, wir müssen nicht kämpfen. Das müssen wir auch nicht machen. Das müssen wir machen, aber mit einem anderen Zauberspruch. So, wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr Steine haben. Ja. Das Ding ist immer noch nicht kaputt. Aber wir kriegen es irgendwann hin. So, ein bisschen will ich mal was aufheben für hier drin. Und dann sollten wir jetzt mal endlich den großen Eisendingens kriegen. Ein Void Fragment. Okay. Wir wissen alle, was wir damit tun. Wir brauchen ja noch unbedingt ganz... Bist du gerade hier reingeteleportiert? Ja, okay. Aber ich will ja jetzt das hier haben. So, Mindpack. So, was kannst du? Mining Pack. Sometimes get you... Okay, das Doppelte, wenn wir... Dingens. Wenn wir meinen, kriegen wir die doppelten Sachen raus. Und ich weiß jetzt, wie es passiert sein könnte, dass ich aus Versehen die Sachen gescannt habe, anstatt zu tauschen. Ja, so wird es wohl passiert sein. Nein. Ich muss mal aufpassen, dass ich aus Versehen mein Besen komplett verbrauche. Hatte ich nicht hier 4 draufgegeben? Aber wir können auf jeden Fall Steine... So, das sollte uns auf jeden Fall relativ viel geben. Haben wir... Ja, wir haben noch so ein Ding. Tue ich mal in die Hotbar. Damit wir ein bisschen was davon haben dann. Ja, jetzt müssen wir halt warten, bis das dann zu Ende gemeint hat. Vielleicht ist hier draußen schon was fertig. Wow, ganz schön viel Kohle. Und das hier ist schon fertig. Auch viel Kohle. Ist das vielleicht schon die Auswirkung des Mining Packs? Das könnte sein. Und der Besen hat sich schon erholt. Also können wir hier noch ein bisschen Besen fliegen. Kriege ich das von den Krähen? Nein. Okay, aber vielleicht können wir wieder eine Chimera hier fangen. Nee, sehe ich gerade nicht. Keine Chimera da. Schade. Aber dann gehen wir nochmal hier runter. Und wir müssen ja jetzt Grumpy Bees jagen für den Prinzen. Gehen wir ein bisschen in den Wald und jagen Grumpy Bees. Und vielleicht sind auch schon wieder ein paar Bäume nachgewachsen im Wald. Das wäre ja auch nicht schlecht. Achso, wir hatten auch beim letzten Mal hier unten Bäume wieder zum Fällen gebracht. Sind natürlich jetzt alle wieder weg. Hardflanks haben wir auch. Mana haben wir auch regeneriert. Und wir können... Ja, mach dich selbst... ich wollte das hier einsammeln.
Und hier ist noch ein Baum, der nicht gefällt ist. Mal gucken, ob das reicht. Dann können wir doch mal hier ein bisschen Holz reingeben. Dann sind wir auch das los. Obwohl, Timber brauchen wir auch ab und zu so als Rezept. Dann fällen wir halt die dafür. Dann haben wir auch wieder Timber. Den könnten wir eigentlich auch fällen hier oben. Ein bisschen Flora einsammeln. Nö, mein Mana will ich jetzt nicht komplett verbrauchen. Aber ich will jetzt hier ein... oh, ein Hühnchen! Also sowas ähnliches wie ein Hühnchen. Mana ist voll aufgeladen. Ah. So. Ja, komm. Lad das Hühnchen voll auf, bevor es gefangen ist. Okay, ein Winglack. Ein Flügelglück, zu Deutsch. Wo bist du? Da. Okay, Level 2 nur. Das ist ja... Warum habe ich mein ganzes Mana an dich reingeballert? Was ist mit dir? Always max happiness. Oder hat das Mana reinballern auch seine Grenzen? Und das bringt jetzt einfach nicht mehr so viel, weil ich es schon so oft gemacht habe. Ich hoffe nicht, dass das so funktioniert. So, Serabären. Natürlich einscannen. Aber... Achso, wir wollten dich jagen. Neue sehen wir gerade nicht. Neue Chimeras. Ach komm, wir sind auf Jagd, also können wir den jetzt auch mal kaputt machen. Ja. Und finden wir jetzt noch eine Biene hier. Auf dem Rückweg quasi. Ah, schade. So schnell geht's dann doch nicht. Aber in der Zwischenzeit sind vielleicht diese Bäume gefällt. Ja, vielleicht nicht ganz. Hier unten war doch auch noch einer. Der ist auch noch da. Mach mal durchsichtig. Ne, das braucht alles noch ein bisschen. Aber das war wieder da. Und wir haben sogar einiges draus bekommen. Das ist, ja. Dann gucken wir jetzt nochmal schnell. Ja, hier haben wir leider nichts bekommen. Dann gucken wir doch mal schnell in die Mine. Mana ist jetzt auch wieder aufgefüllt. Dann gehen wir noch ein bisschen in der Mine Zeug einsammeln. Ja, noch ein bisschen Mana bitte. Einmal hier durch. Und wir haben eine neue Chimera gefunden. Das ist doch auch super. Und das Ding hier oben ist endlich durch. Mir ist aufgefallen, wir hatten lange Zeit keine Monster mehr hier drin. Also hier war ja der große Vogel, vor dem ich so viel Angst hatte. Ja, können wir den irgendwie vielleicht hier triggern? Weil jetzt hätte ich Lust, den anzusammeln. So. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Also, das war auf jeden Fall... Wie sieht das Inventar aus? Ja. Nur 25 davon. Das finde ich ein bisschen schade. Aber... Naja, das ist trotzdem okay. Einer würde uns noch fehlen. Den regenerieren wir doch jetzt gleich, oder? Komm, regeneriere dich. Ansonsten esse ich zur Not ein Flower Petal. Nicht so wirklich, aber ich kann schon mal hier einsammeln. Ja. Ach, dann mache ich das halt beim nächsten Mal, wenn wir wieder vorbeikommen. So, was könnte man noch machen für die Folge? Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich habe komplett das Zeitgefühl vergessen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die dritte am Stück sein müsste für heute. Was waren hier oben noch? Ach so, die kann ich nicht fällen. Okay. Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Was waren hier drin gleich nochmal? Oh, hallo NPC. Ja, kann ich glauben.
Vielleicht sind jetzt ein paar mehr NPCs in ihren Häusern, wenn es nicht ganz so spät ist. Vielleicht war ich so spät in den Häusern, dass der mittlerweile... So, du bist auch überall, oder? Who's up for an adventure? Ja, ne, ich natürlich. Ja, er mag mich. Mehr oder weniger. Du bist noch am Verkaufen. Aber okay. Ich würde mich wirklich interessieren, wer hier so in den Häusern lebt. Aber... Naja. Vielleicht irre ich mich da auch ein bisschen. So, hier ist noch so eine Weltkarte. Aber die bringt mir auch nichts. So, gibt's hier noch NPCs zum Sprechen? Außer dich hier. Ne, du bist gerade transistiert. Und woanders hin. Ach so, war ich eigentlich schon mal im Glockenturm? Das ist ziemlich lustig. Erkennt ihr das wieder? Das ist da, wo das Let's Play gestartet hat. Hier beginnt man. Warum auch immer man hier beginnt. Ja. Ich finde die Aussicht ein bisschen verwirrend. Weil das sieht so aus, als würden wir auf das Meer hinausgucken oder wenigstens auf eine grüne Fläche. Und wir sind aber mitten in der Stadt. Vielleicht gucken wir gar nicht irgendwo hin. Vielleicht ist das die Wand von dem Ding. Das könnte auch sein. Aber wir sind eigentlich mitten in der Stadt. Das Ding ist nicht so hoch. Und die Stadt ist mitten im... im Wald. So, wir haben auch irgendwo was anderes getötet. Hier oben, wenn wir lang dürften, kämen wir dann wieder zur Royalen Straße. Dürfen wir aber noch nicht. Hier, die Royal Road. Und ich habe vergessen, dass wir jetzt natürlich uns ständig heilen. Was ist denn hier eigentlich? Achso, hier war die Abkürzung zu den Pennen. Stimmt eigentlich, wir haben doch jede Menge Perlen. Oh, das ist schon Nacht. Die Nachtmusik ist da. Aber hier drin ist sowieso ein eigener Sound. Aber wir können jetzt gerade nichts kaufen, weil wir zu spät sind. Aber das nächste Mal, wenn ich dran denke. So, wir gehen noch ein bisschen Slime jagen. Wenn wir Glück haben, da sind Slimes. Gehen wir noch mal einmal durch den Wald, Bienen jagen. Wow, das war eine Mana-Perle. Aber jetzt haben wir inzwischen 31, so spektakulär ist das jetzt auch nicht mehr. Ich mach mal das hier raus, weil ich nicht, Chimeras vertreiben will, wenn ich aus Versehen welche finde. So, da ist noch eine Biene. Chimeras sind gerade keine hier. Sehr schade. Dieser Baum ist einfach aufgetaucht. Das war ein Fehler für den Baum. Nein, ist natürlich kein Fehler. Aber hilft uns natürlich. Achso, mein Inventar ist voll. Moment mal, da ist irgendwas anderes komisches. Was ist das? Multi-Glove. Okay. Irgendwas anderes zum Einscannen. Ich habe doch kein Oakseed eingescannt. Den Tweepack möchte ich ungern einscannen. Wirtnest haben wir schon. Das haben wir auch alles. Stimmt, ich habe ja das Viech. Hm. Naja, der landet dann einfach im Pen und legt ab und zu Eier für uns. Und dann geht's dann auch gut. Können wir eigentlich nochmal machen, bevor ich das vergesse. Alles einsammeln. Wir haben schon wieder ein Gold neu. Nee, Quatsch, wir hatten schon 5 Gold. Eins habe ich ausgegeben. 4 habe ich ausgegeben für den Mining Pack. Ja, dann passt das schon. So. Hatte ich nicht meinen ganzen Slime hier reingegeben? Vielleicht wollte ich das machen und ich habe es einfach vergessen. So. Gefühlt passiert hier gar nichts.
Soll ich mal hier einen Zauberspruch reinlassen, damit hier mal das vorangeht? Aber die Bäume sind gut gewachsen. So, hier haben wir doch einen Platz frei jetzt für ein neues Chimera. Da kommt mein gefiederter Freund hier rein. Okay. Und dann wollen wir nochmal mit dir spielen. Dein gefiederter Freund. Ach so. Play. Kann ich mit euch schon wieder spielen? Nein. Ach so, das sind die Geräusche von den Sternschnuppen, die hier runterfallen. Aber ich brauche ja jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich speichere jetzt mal ab, bevor ich es vergesse und bevor die Folge eventuell viel zu lange und viel zu albern lange wirkt. Falls die ein bisschen kürzer ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, wir haben jetzt genügend. Wir sind wieder bei 2 Tagen. Bei ziemlich genau 2 Tagen. So, ein Chimera haben wir neu. Wir haben 2 Geld bekommen. Und ja, der Rest sieht auch nicht schlecht aus. 13 Perlen, das ist ziemlich heftig. Okay. Also, Spiel ist abgespeichert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht das Spiel noch mega viel Spaß. Aber ich denke, ich sollte jetzt mal wirklich aufhören. Und erstmal gucken, ob die Aufnahmen was geworden sind. Da ist nochmal so ein Serabusch. Serabels. Ja, ich lasse mich ablenken. Okay, ich werde jetzt wirklich beenden. Und dann mal anfangen, die erste Folge von der Aufnahmesession heute hochzuladen. Und das wird für euch 3 Folgen in der Vergangenheit sein. Oder so. Na, mal gucken.